Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Kathi vom Zentrum der Gesundheit und heute zeige ich euch ein leckeres Brötchenrezept mit Dinkelvollkornmehl, Kurkuma und frischen Kräutern. Und das sind die Zutaten: Vollkorndinkelmehl, Weinsteinpulver, etwas Salz, etwas Kurkuma, Anis, Koriander, Sonnenblumenkerne, Apfelessig, gemischte Kräuter, wir haben jetzt genommen Petersilie und frischen Koriander und etwas Sojajoghurt. Ich habe den Backofen schon auf 180 Grad vorgeheizt, habe ein Backblech gerichtet mit etwas Backpapier für die Brötchen später zum Draufgeben und zum Backen. Ich gebe zuerst das Mehl in die Schüssel, gefolgt vom Weinsteinpulver. Dann das Salz, das Kurkuma, Anis und Koriander. Jetzt die Sonnenblumenkerne, den Apfelessig und die frischen Kräuter. Jetzt gebe ich den Sojajoghurt nach und nach dazu, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Und damit ich keine farbigen Hände bekomme, ziehe ich mir jetzt Handschuhe an. Das Ganze knete ich natürlich jetzt zu lange, bis sich der Teig von der Schüssel löst, denn dann gibt es mir eine Gewährleistung, dass die Brötchen auch wirklich fein werden. Der Teig löst sich jetzt wunderbar von der Schüssel und so könnt ihr auch davon ausgehen, wenn er sich so löst. Ideal für die schönen Dinkel-Kurkuma-Brötchen. Zum Portionieren der Brötchen gebe ich ein bisschen Mehl auf den Tisch, damit der Teig nicht anklebt, forme eine Rolle und portioniere dann die Brötchen. Ich knete das immer gerne noch mal ein bisschen durch. Gebe den schon ein bisschen Form. Und die, die dies mal probieren möchten, die können dann so in der Handfläche, indem ich den Daumen immer etwas unterhalb der Hand einarbeite oder reingebe, den Teig kneten, dass ich dann einfach eine schöne Brötchenform kreieren kann. So habe ich dann runde Brötchen. Man kann die Brötchen auch noch mit dem Messer schön einritzen oben, damit die Brötchen im Ofen besser aufgehen. Jetzt gebe ich die Brötchen bei 180 Grad für 20 Minuten in den Ofen. Ich habe bereits schon eine feuerfeste Form mit Wasser in den Ofen gestellt, damit die Brötchen durch die Feuchtigkeit besser aufgehen können. So, die Brötchen sind jetzt fertig. Sie waren 20 Minuten genau bei 180 Grad im Ofen. Ganz wichtig ist noch, was ich euch noch sagen möchte, ist, ihr könnt den Brot den Klopftest machen. Wenn ihr jetzt das hohl hört und es eine leichte braune Farbe hat, dann sind die Brötchen auch gut. Wer die Brötchen etwas größer haben möchte, kann natürlich nur 6 Brötchen formen aus dem Teig. Und jetzt zeige ich euch, wie es eben ausschaut. Schaut euch mal das Brot an. So leckere Brötchen. Man kann natürlich auch den Kurkuma weglassen und die Kräuter. Man kann das auch als Frühstücksbrötchen machen. Dann gibt man einfach nur ein paar Rosinen rein und anstatt Salz gibt man Zucker dazu. Ich hoffe, sie gelingen bei euch genauso gut wie bei mir. Gebt mir einen Kommentar. Wenn ihr mehr von diesen Rezepten haben wollt, abonniert einfach den Channel. Dann freue ich mich auf bald, wieder mit euch etwas gemeinsam zu machen. Und das lasse ich mir schmecken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz fein.